es geht Ihnen so ähnlich wie mir in diesen Tagen der Nachrichtenlawinen, wenn eine Prozentzahl nach der anderen, eine Spekulation, eine Voraussage, eine Warnung nach der anderen uns ins Wohnzimmer geliefert wird, da kann einem ja Angst und Bange werden. Und es sind ja nicht nur die Bilder, die tatsächlich durch die Medien zu uns kommen, es sind auch die Bilder, die in unserem eigenen Kopf entstehen und die manches, was gar nicht so groß ist, ganz groß werden lassen. Wird das alles irgendwann mal bald zu Ende sein? Gehen die Zahlen nach oben, gehen sie nach unten? Ich habe mir angewöhnt, in diesen Tagen mir immer wieder den Satz vorzusagen, den ein englischer Schriftsteller, C.S. Lewis, einer Briefkorrespondentin, einmal geschrieben hat, die sehr große Angst vor der Zukunft hatte. Und sie hatte sich ausgemalt, was da alles passieren könnte. Und er sagte, denken Sie daran, wir bekommen Kraft für genau das, was uns als nächstes widerfährt. Und nicht für die 101 Dinge, die auch passieren könnten. Ein Satz, der mich zum Beispiel einmal in einer Nacht vor einer Operation in der Klinik sehr getröstet hat, als ich mir vorstellte, was da am nächsten Morgen alles passieren könnte, dass die Apparate versagen, dass irgendein Mediziner vielleicht nicht ganz ausgeschlafen ist, dass mein eigener Körper rebelliert. Bei nüchterner Betrachtung konnte das gar nicht alles auf einmal eintreten. Aber die Ängste waren da und sie machten Dinge größer, als sie eigentlich waren. Ich habe dann das, was ich an Ängsten hatte, Gott gesagt und habe den Rest der Nacht, glaube ich, ziemlich gut durchgeschlafen. Lassen Sie uns das einfach mal bedenken. Nicht für jeden Schatten, jede dunkle Gestalt, die die Angst in Nächten an die Wände mir malt. Nicht für jeden Schrecken, der im Finsteren ruht und mich treffen könnte, brauch ich Kraft, brauch ich Mut. Doch für heute und hier, für den Schritt grad jetzt vor mir, gibt mir Gott alle Kraft, die ich brauch. Es ist hier, es ist heut, Gottes Ort und Gottes Zeit. Und ich weiß, das verspricht er mir für morgen dann auch. Nicht für jede Feindschaft, die sich irgendwann regt. Nicht für jede Schlinge, die man irgendwo legt. Nicht für alle Lügen, nicht für jeden Betrug. Rechts und links vom Wege muss ich stark sein und klug. Doch für heute und hier, für den Schritt grad jetzt vor mir, gibt mir Gott alle Kraft, die ich brauch. Es ist hier, es ist heut, Gottes Ort und Gottes Zeit. Und ich weiß, das verspricht er mir für morgen dann auch. Nicht für jede Krankheit, die den Menschen befällt. Nicht für alle Schmerzen, die es gibt auf der Welt. Nicht für alle Trauer, die uns Menschen beschleicht. Nicht für alles Leiden, jedes Dunkle vielleicht. Doch für heute und hier, für den Schritt grad jetzt vor mir, gibt mir Gott alle Kraft, die ich brauch. Es ist hier, es ist heut, Gottes Ort und Gottes Zeit. Und ich weiß, das verspricht er mir für morgen dann auch. Manchmal hilft mir das Bild einer Bergwanderung. Zum Beispiel im Odenwald, da gibt es eine Stelle, die heißt Felsenmeer. Und da sind
einen Berghang hinab eine Menge Felsen gerollt und liegen jetzt völlig ungeordnet und ein bisschen bedrohlich vor dem Auge des Betrachters. Und wenn man da hochschaut, denkt man, das kriegst du ja nie hin, dass du da hochkommst. Ich habe mir angewöhnt, diese einzelnen Felsen anzuschauen und nicht den ganzen Berghang. Genau wie ich heute versuche, mir das Einzelne, was da auf mich zukommt, anzuschauen und nicht das alles, was auf mich zukommen könnte. Lassen Sie uns das in diesen Tagen der Befürchtungen immer wieder einüben. Ein Schritt ist zu gehen und bei dem ist Gott dabei. Denn für heute und hier, für den Schritt grad jetzt vor mir, gibt mir Gott alle Kraft, die ich brauch. Es ist hier, es ist heute, Gottes Ort und Gottes Zeit. Und ich weiß, das verspricht er mir für morgen dann auch. Behüt sie Gott.